Hi Leute, heute steht wieder ein Roomtour-Video an. Wir sind hier in Canggu auf Bali. Waren jetzt 2 Wochen hier in dem Homestay The Spare Room Gast. Das ist ein sehr kleines, süßes Homestay. Wie gesagt, da gehen wir jetzt einfach mal durch. Kommt mal mit rein, dann zeige ich euch mal, wie es hier so aussieht. Alles klar, das war jetzt so der Außenbereich, den ich euch gerade gezeigt habe. Wie ihr seht, hier gibt es einen schönen kleinen Hasenstall. Ja, das war für die Leni natürlich ein Traum. Hasen streicheln, hier gibt es 2 Hasen. Die haben noch keinen Namen. Da die Leni immer nach Namen fragt, haben wir ihn einfach, heißt der eine jetzt Roger, der andere heißt Rabbit. Und wie gesagt, die lieben netten Angestellten hier haben uns jeden Morgen im Prinzip ein bisschen Salat gebracht und dann konnten wir mit der Leni zusammen Hasen füttern, Hasen streicheln. Die dürfen hier auch raus, solange man die Türe hier am Eingang zulässt, ja, können die Hasen hier frei hoppeln. Und jetzt, wie gesagt, jetzt schauen wir uns mal das Zimmer an, zeigen wir euch nochmal unser Zimmer. Gut, das war jetzt das Roomtour-Video hier im Spare Room Bali in Canggu. Wie gesagt, hier waren wir jetzt 14 Tage lang zu Gast. Ist ein sehr schönes kleines Homestay, können wir absolut empfehlen. Sehr familiär, auch vom Personal her, alles sehr sauber. Ja, wir haben uns sehr wohl gefühlt. Wir haben jetzt hier pro Nacht ca. 18 Euro bezahlt, über Airbnb gebucht. Und wie gesagt, können wir absolut nur empfehlen. Also wenn ihr mal in Canggu seid, dann schaut euch das auf jeden Fall an. Vielleicht ist es was für euch. Ihr seht von der Einrichtung her alles sehr liebevoll, sehr modern auch gestaltet. Junges Team. Ja, genau. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr auch irgendwo in Canggu vielleicht schon mal wart und ein Homestay oder ein Hotel, eine Unterkunft, ein Apartment empfehlen könnt, dann schreibt es uns in die Kommentare rein. Ansonsten sind wir immer über Kommentare, einen Daumen nach oben und ein Abo dankbar. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.